Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Get Rich oder nicht. Der Danny hatte heute eine sehr gute Idee. Was machen wir heute auf? Die Macht muss mit uns sein. Entweder ist die Staffel beendet oder die Macht ist mit uns und wir ziehen aus dem neuen Star Wars Unlimited Set eine 300-400-Euro-Karte. Wir haben 10 Packs. Jeder 5. Aus dem frischen Booster und ein Pre-Release-Pack. Das und irgendwo ein Pre-Release-Kit. Also, wir finden das. Dann haben wir insgesamt 16 Booster. 16 Booster Zeit oder das Ding ist fertig heute. Und dann habe ich eine neue Idee, die habe ich schon gerade erzählt. Die hat uns ein Kunde hier geschrieben. Wir könnten aus Get Rich ein Battle Royale machen. Kleiner Spoiler, wir werden sehen. Let's go. Let's go. Möge die Macht mit uns sein. Entweder gibt es dann so Bruch mit 20 Euro die nächste Folge oder die Macht. Die Frage ist jetzt: Klären wir direkt hier im Intro, wenn du die Wahl hättest, wärst du ein Jedi oder ein Sith Lord? Jedi. Ich wäre einer von den Guten, alleine weil ich würde schon gern vom Yoda oder vom Obi-Wan trainiert werden. Die waren so mit meine Lieblingscharaktere doch. Ich war mein Leben lang helle Seite der Macht, Jedi, Gryffindor und so vor 2 Jahren, irgendwann kam der Umsprung, seitdem bin ich Sith Lord, Slytherin, Get Rich oder nicht, vielleicht die letzte und schnellste Staffel. Wir versuchen Star Wars Unlimited, ihr habt es euch gewünscht nach dem Intro, let's go. Ich finde halt das Papier so interessant, weil es einfach ein bisschen yes. So Pausenbrot-Papier-Swag hat. Aber gar nicht negativ, das ist genau. Gar nicht negativ gemeint. Ich finde das super so, cool. Das ist wie bei Flash and Blood, glaube ich. Ne? Yes. Das ist so. Willkommen zur neuen Folge Was geht ab, YouTube. Ich finde es cool, es ist Papier. Es ist alles so ein bisschen... Ich würde sagen, wir starten mit dem Pre-Release-Kit. Yes, weil die haben wir halt Hand ausgesucht, die Packs 5R, 5Ich. Bin ich sehr gespannt. Ich muss aber sagen, ich habe keine Ahnung, wie was aussieht. Naja, ich weiß zumindest schon mal jetzt, weißt weil du, ich gerade ein bisschen spiele, vielleicht was eine Rare oder so. Was eine Rare oder so ist, da haben wir auch... Aber hier fängt es schon an, das ist auch kein Plastik, das ist Papier. Finde ich sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob die... Vermutlich gehen die nix. Ja, bei den Promos kann ja sein, dass eine Spielstärke dabei ist und die geht dann was. Also wir gucken auf jeden Fall alles nach. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, immer der Mando... Und hier der, genau, Moff Gideon. Die sind es immer. Achso, sind immer dieselben? Yes. Ah, ich dachte, es wäre vielleicht aber so ein, jeder 3 Packs, wir schauen da mal ein bisschen rein. Ich weiß auch nicht genau, wo die Hits sind. Wie gesagt, ich habe einmal gedraftet. Nein, ein Ziel gespielt und taste mich gerade so ein bisschen ran an das Spiel. Aber genau, es beginnt immer mit einem Leader. Ich weiß, die Rey habe ich noch nicht so auf den Finger gehabt. Das ist der Leader, das ist ein Leader, okay, ja, auf genau. Beiden Seiten dann. Mhm, und dann kommt eine Location. Du hast immer Leader und Location. Okay. I'm so. Learning. Und dann hier unten. C für Common. Und wenn das so Full Art ist, ist das auch gut, ne? Common. Warzone Leutnant. Wer kennt ihn nicht? Da ist ein Night Owl. Pike Sentinel. Ist der Darth Maul drin? Yes. Den würde ich gern ziehen. Das ist einer der coolsten, finde ich, so vom optischen her. So, dann haben wir hier eine Uncommon, schätze ich. Uncommon. Spark of Hope. Uncommon. Das ist eine Rare. Close Sides und als Holo vermutlich eine Ankammer, die vermutlich auch nichts gibt. Ich würde sagen, Rares und Holos machen wir auf die Seite, die checken wir später. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja auch auf Cardmarket nach Commons und Uncommons sortieren und dann nach Preis nochmal. Da kann man ja dann schauen, ob vielleicht bei denen auch irgendwie spielstarke Karten drin sind. Und die Leader machen wir auch mal raus. Also ich bin sehr gespannt. Oh Gott, sehr ungewohnt. Ja, es ist total komisch aufzumachen. Sehr, sehr ungewohnt. Also das sieht jetzt zum Beispiel wieder cool aus, weil es hier unten diesen Holo-Stempel hat. Dieses... Wer ist das? Hondo? The Hondo Onaka. Ich habe die ganzen neuen Sachen halt nicht geguckt. Ich kenne natürlich die Original-Trilogie, also die Original-6-Filme, sage ich mal. Aber alles andere? Kein Plan. Deswegen dann Jabba's Palace. Okay. Rokai Gunship. Das tiltet mich immer, wenn ich ehrlich bin, dass dann oben der Text ist und unten das Bild. Das bringt mich so aus dem Konzept. Ich habe euch beim Spielen zugeguckt und habe gedacht so, die Karte ist doch falsch gedruckt. Also nee, das muss so sein. Hier, Pillage. Und dann unten das Bild, das ist so ungewohnt. Collection Star Hopper. Relentless Pursuit. So, das ist immer noch alles eine C. Mandalorian Warrior. Da haben wir schon mal einen für den Weg. Da ist wieder ein Wookie.
This is the way. This is so, the way. Ist ein U, oder? Uncommon. Ja. Uncommon. The Quill. Uncommon. Unlicensed Headhunter. Und was ist das? Eine Rare. Okay, also hast du immer eine Rare hinten, yeah, Pike. Und eine Common Foil leider nur. The Pirate Battle Tank. Okay. So, du hattest das. Ich habe jetzt mal Leader und Rare und Holo rausgemacht. Wer weiß. Da haben wir den Bosk. Dead Watch Hideout. Ja, da haben wir einen Hunter. Outlaw Corona. Ich kann das Wort nicht Protector mehr hören. Protector of the Dawn ist an. Relentless Pursuit. Ein Cloud Rider. Oh, das sieht schon mal nach Full Art aus. Das sollten wir vielleicht auch auf die Seite machen. Also so Extended Art. Ja, dann. Okay. So, sieht nach Full Art aus, oder? Machen wir auf die Seite. Der L337, der allererste. Dann haben wir Feel the Dragon. Palpatine's Return. Rare. Hessland an uns, aber egal. Frozen in Carbonite. Das ist eine Uncommon, aber es ist halt. Aber sieht sau cool aus, wenn wir ankommen. Sieht es echt sau cool. Wir legen es auf die Seite, wir werden sehen. Vielleicht holt Star Wars uns hier zurück heute. Gesundheit, Michael. Also, da wo ich herkomme, sagt man, wenn jemand niest, während einer was sagt, dann stimmt das. So, also das wirklich? Ist so eine Arbeit, ja, wirklich, meine Mutter sagt immer, ne? Also die sagt dann immer, ah, da, siehst du, und deswegen, das wäre jetzt wirklich cool. The Gar Saxon. Der Gar Saxon. Also kartenmäßig, ich werde nicht so ganz warm damit. Ich finde irgendwie, es sieht cool aus, aber irgendwie sieht es auch, bin ich ehrlich, sehr alt aus. Also so. Also Set 1 auf 2 hat sich schon einiges verändert dafür, aber ich finde es auch gut. Sehr gut sogar. Ja, ich muss mich echt mal hinhocken. Spielen macht sau Spaß. Kannst für mich. Du so ein bisschen grob erklären, was man macht? Ihr habt zwei Felder so gesehen. Also ihr habt einen Leader, eine Base. Die Base ist, dass die euer Leben trackt. Wow. Omega, cool, ist eine Rare. Noch eine Common. Die Base ist, dass die den Schaden verlieren muss. Die hat jetzt in dem Fall... Hat die Base 30 Leben. Ihr müsst mit der Base angreifen. Also euer Spielfeld ist zweigeteilt. Das ist eure Base. Hier wird euer Leader liegen. Bodentruppen, Lufttruppen. Ach krass, wirklich, das wird noch unterteilt. Yes. Und man macht immer nicht einen Zug nach dem anderen, sondern eine Aktion. Ich greife jetzt, ich spiele jetzt einen Charakter, dann ist der Michael dran, dann macht der Michael was, dann bin ich dran. Wenn ich nichts mehr machen kann, kann ich die Initiative nehmen. Initiative bedeutet, ich bin der nächste Startspieler. Ja, du kannst dann sagen, so, ich bin jetzt als nächstes dran. Yes. Okay. Du kannst aber auch eine Karte spielen, weil Karten kommen immer getappt und der andere kann sie dir direkt wieder rausnehmen. Das ist schon alles ein bisschen, aber durch das, dass der Schlagabtausch so schnell ist, macht mir das super Spaß. Oh, die sieht cool aus. Clan Challengers. Ruthless Assassin. Moment of Glory. Gibt's was Höheres als Rare? Also, ja, ja, ja. Du kannst auch Altarts und sowas ziehen, ne? Ja, ja. Hier kommt wieder eine Full Art. Die legen wir mal auf die Seite. So. Bo-Katan. Oh, der sieht cool aus. Die Rare als Full Art. Die sieht cool aus. Wer weiß. Und noch eine Rare. Oha. Und eine Ankammern als Feuer. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein gutes Pack. Du kannst also auch mehrere Rares haben, ne? Ja, wir hatten zwei Rares. Eine als Full Art und eine, okay, wird ein bisschen kniffliger gleich mit dem Suchen, aber wir schaffen es. Ihr seht es ja schon, ne? Aber wir werden danach wahrscheinlich noch 20 Minuten am PC hocken. Erstmal Preise checken auf Cardmarket. Ist ein bisschen nicht unübersichtlich, aber wenn man das Spiel halt noch nicht so gut kennt. Richtig. Immer ein bisschen schwierig am Anfang, finde ich. Das ist The Fennec Shand. Ah, es gibt aber krass viele Lieder, ne? Also wir haben jetzt einmal den einen doppelt gezogen, aber ansonsten Cargo Juggernaut, Daring Raid, Public Enemy, gute Band, Surprise Strike, Underworld Thug. Ich mag die Ränder hier irgendwie, das sieht so cool aus. Das sieht auch wieder wie Full Out aus, oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, ich hab auf die Seite gelegt. So. Wo legst du denn deine Sachen auf die Seite da? Genau. The Assault Ship, den hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Spark of Hope. Unser Rare ist Hotshot DL44 Blaster. Und wieder eine Ankommen. Feel the Dragon. Wir haben einen Finn. Und Coronet City. Wir kennen auch einen Finn, ne? Wir kennen auch einen Finn. Ihr kennt den auch vom Thumbnail vom letzten. So, Drandoshan Hunter. Bryce on your head. Ah, Clan Ren. Was? Disable Fangfeile. Alles klar. Millennium Falke. Wer kennt ihn nicht? Den allerersten.
So, wir kommen zum interessanten Bereich. Wir haben eine Legendary. Das ist eine Legendary. Ja? Da ist ein L. Yes. Ah, das heißt, die wird schon mal Geld wert sein? Die könnte schon mal was wert sein. Okay, okay. Ah, wir sind übrigens schon, wir sind durch mit den... Wir sind jetzt durch das Pre-Release-Pack durch. Nee, weil du hast noch vier Packs. Oh, dann das war schon das erste. Drin. Genau, und ich mache jetzt schon das erste von meinen fünf Packs auf. Ja, also noch eine Legendary wäre nice. Was hast du denn in dem Display jetzt? Weil wir haben ja auch einfach wirklich aus dem Display, aus dem geschlossenen gezogen. The Boba Fett! Der aller echte! Okay, der sieht gut aus. Das ist so eine Sache, die mich interessieren würde, wie viele Legendaries drin sind. Weil wenn das wie bei Lorcana ist, dass du wirklich nur so drei hast in einem Display, dann kann es wirklich sein, dass wir einen sehr großen Hit gezogen haben, die auch echt ein paar Euros... Oh, The Wookie Warrior. So, das ist doch auch schon wieder irgendwas Full-Art Spezielles. Hat man immer eine Full Art drin? Oder in dem zweiten Pack oder immer. So? Bo-Katan. Oh, Millennium Falcon sieht auch cool aus. Unsere Rare ist Fazine Nathal und nochmal eine Common leider nur. Schade. Ich will so eine Showcase sehen. Weil selbst die billigste geht wahrscheinlich irgendwie 200 Euro, wären wir wieder drin. So, da haben wir die Fennec. Und Nevarro City. Jetzt sind wir falsch rum. Super Commando Squad. Clan Challenge. Ruthless Assassin. Got Vembrace. Grable Ship. Alles klar. Deliberate Slaves. The Rich. Look at the other way. Ah, die Macherin, die war gut. Ist sie jetzt Kerstin aus irgendeinem Film oder? Ja, aus der Serie. Ah, okay. Nee, Kerstin Andor. Rare ist Assault. Das wäre dasselbe wieder. Und wir haben eine Common. So, ich fange an mit meinen Boba Fett Packs. Weil ich habe mir den Lando als letztes gelassen. Also vom Artwork her halt. Und ich bin sehr gespannt. Ich will halt the Cad Bane oder Chad Bane. Cad Bane. Cad Bane. Der sieht auch cool aus. Den machen wir auch direkt zur Seite. Aber ich finde es cool, dass dann wirklich aus allen Star Wars Sachen, ja, die kommen so Stück für Stück immer mehr dazu. Gezeigt wird. Das finde ich richtig nice. Weil vieles kenne ich halt nicht, aber ich kenne auch die ganzen ja, extra Serien und Filme gar nicht. Das ist eine Rare. Und Public Enemy als Foil. Das heißt aber auch, dass man jede Karte als Foil ziehen kann, dann im hinteren Shit, Slot. Ja. Wir haben einen Han Solo. Die Spice Mines. So, dann schauen wir mal. Pillage. Follower of the Way. Die sagt mir gar nichts. Deadwatch Loyalist. The Frontier Trader. Criminal Muscle. Der Millennium Falcon. Jetzt dann so eine Voll Rare. Komm. Und Black Sun Starfighter. Das sieht für eine Common schon krass aus, ne? Also mit den Foils sehen die gut aus. Wenn die Foil sind. Solo ist übrigens, glaube ich, Full Art, ne? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also bei dem Spiel, muss ich ehrlich zugeben, gehe ich sehr blind rein. Immer mal was Neues. Ihr wolltet's, wir machen's. Genau, ich wollte gerade sagen, Star Wars wird ja wirklich öfters mal reingeschrieben, deswegen dachte ich mir, komm, machen wir Star Wars auf. Why not? Ja, meine ist eine Full-Art. Hä? Das heißt, die Lieder gibt's auch unterschiedlich? Meine ist eine Full-Art. Sag mal. Ja, krass. Ja, dann ist deine doch dann safe ein bisschen was wert. Vielleicht. So. The Reckless Gunslinger. Nee, ich bin, weißt du, was ich mir wünschen würde, weil es heute wirklich bestellt worden ist? Das fand ich einfach nur witzig und das Franchise hat halt schon sehr vieles. Es wurde heute ein Kochbuch gekauft von Deadpool. Und der Deadpool-Film ist ja auch gerade draußen. Ja, ja. Imagine, es hätte ein Kartenspiel. Ein Deadpool-Kartenspiel würde ich so feiern. Ich weiß gar nicht, warum. Legende, ne? Das ist eine Legende? Yes, siehst du doch, ohne L. L. Supreme Leaders, the Snoke. Oder Snoopy? Yes, Snoke. Das ist eine Snoke. Und nochmal eine Common hinten, aber das ist nice. Das heißt, wir haben zwei Legenden gezogen in 4-5 Packs. So, wir haben die Rey. Und Jabba's Palace. Wie Public Enemy. Gute Band, habe ich gehört. Outlaw Corona. Pike Sentinel. The Desperado Fighter. Oh, Corona und Desperados, auch beide super Getränke. Rose Tico. Noch ein Legendary, komm. Kylo Ren, Legendary. Ja! Der geht Kylo Ren. Und dahinter eine Common.
Okay, wir haben drei. Also ich weiß jetzt nicht. Jetzt will ich aber wissen, wenn es nur drei Legendaries in dem Display gibt, lasse ich mich kaputt. Du meinst, die geht 4 Euro oder nicht? Nee, ich weiß es nicht. Imagine. Drei Legendaries so. Haben wir 4 Euro gemacht. Boah, nee. Das wäre schon bitter. Wow, 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 wow. Die hatten wir noch nicht. Die hatten wir noch nicht. Weil das so rare. Sind alle Lieder rare? Nee. Oder? Bin ich bescheuert gerade? Sind alle Lieder rare? Nee, nee. Das der Han Solo hier ist. Ist coming. Das heißt, das ist gute Lieder. Machen wir die mal auf die Seite. Wie heißt, zeig doch mal die andere Seite. Die heißt Dr. Aphra. Aber krass, dass es in zwei Sets schon so viele Lieder gibt, weil jeder Lieder sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders spielt, ne? Die Spice Mines finde ich geil. So, Pillage Collection Starhopper. The Chain Code Collector. Smuggler's 8. Wir sind immer noch bei den Commons. Uncommon Echo. Unexpected Escape. Und jetzt noch eine Legendary, komm. Okay. Rare. First Light into Legendary hinten. Okay, ankommt. Last Pack Magic für mich. Stimmt, bei mir danach auch. Kurz und knapp habe ich hier den Gar. Jabba's Place. Dann schauen wir mal. Ne, Palace, sorry. Ich bin jetzt ziemlich gehypt. Ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Wanted. Oh, oh. Die ist schon mal full art. Sieht cool aus. Jetzt noch eine Legendary. Rare. Hinne kann ja alles sein. Geil, du hast sau viele Schiffe gezogen, ne, in Foil. Also es sieht halt cool aus. Letztes Pack, ich habe The Lando. Und wir ziehen The Hondo nochmal. Okay. Hier sieht auch cool aus. So. Foundling. Outflank. Gentle Giant. Oh. Underworld Dog. So, wir haben Commons, wir haben Uncommons. Haben wir noch eine Legendary? Der Zuckus. Na, rare. Aber, oh, sieht geil aus. Sieht cool aus. Give into your anger. Und noch eine Common hinten dran. Die sieht aber cool aus. Die sieht richtig cool aus. Also, Artwork-technisch doch. Langsam werde ich warm mit. Aber, ihr seht es ja schon eingeblendet. Wir sind machen Preise. Blind. Ich bin jetzt wild. Bis gleich. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir sind zurück. Es war gar nicht komplett hoch. Wir wissen halt immer noch nicht, ob wir jetzt das Display leer gemacht haben, weil wir alle drei Legendaries rausgezogen haben. Oder vielleicht gibt es 5 in dem Display, vielleicht gibt es 4. Vielleicht haben wir wirklich mit den 10 Packs halt 3 direkt schon rausgehauen. Aber ihr seht es jetzt hier unten mit Bulk sind wir bei 60 Euro. Das heißt, die Staffel ist noch nicht ganz beendet. Aber ich bin hart dafür, nächste Woche nochmal in Star Wars zu gehen. Nochmal Star Wars? Yes. Wir müssen vielleicht bis dahin einmal spielen Euro oder so. Kylo Ren. Es gibt, wir haben ja jetzt ein bisschen auch uns angeguckt, recherchiert, es gibt ja sogar Rares. Ich habe ja gesagt, ich will unbedingt Darth Maul ziehen. Es gibt ja Rares, die fast einen Zehner geben, ne? Ja, der Kylo Ren. Kylo Ren und ah, nee, das war der Legendary, aber halt Darth Maul geht halt wirklich fast einen Zehner oder 7, 6, 8 Euro, irgendwie sowas. Als Rare, ganz normal, wenn du ihn dann noch Extended oder in Foil ziehst. Sollen wir nochmal in Star Wars gehen? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr Star Wars nochmal sehen wollt. Wir bilden uns auch ein bisschen vor bis dahin. Vielleicht spielen wir noch eine Runde. Rot, Gelb. Grün, blau, lila oder doch weiß, schreibt es auch rein, wir sind raus. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.